Es sind Promocodes freigegeben worden, die ihr einlösen könnt. Außerdem wurde das Thumbnail von dem Video, was am Freitag, also heute Abend um 22 Uhr, deshalb hier nochmal die Erinnerung. Ich werde die ganzen Links unten in die Beschreibung packen und in die Kommentarfelder. Heute Abend nicht verpassen, 22 Uhr am Freitag, das Teaser-Video. Mega, mega spannend. Und wir werden sehen, was das Ganze auf sich hat, welche Folgen es hat. Es gibt momentan die Vermutung, dass Radioaktivität oder ein chemischer Angriff in Form von einem Giftangriff kommen könnte. So, ich zeige euch einmal das Video, das heute um 22 Uhr startet. Momentan warten immer noch 2900 Leute. Es ist absolut genial. Ich bin gespannt, das wird heute Abend ein super Happening. Ich werde mich hier hinsetzen und das absolut genießen. Also heute Abend um 22 Uhr, Link wie gesagt unten in der Beschreibung. Und dieses Thumbnail hier hat sich jetzt mehrfach geändert. Hier nochmal das Video von gestern, da haben wir das erste Thumbnail, was längere Zeit da war, da haben wir vermutet, dass es um Terminal geht, es gab die Vermutung mit der Tarkov Arena, es gab verschiedene Theorien, wir sind das gestern mal kurz durchgegangen und ja, über Nacht hat sich der Thumbnail jetzt mehrmals geändert und ebenfalls eine Schrift hat sich mehrfach geändert auf diesen Thumbnails. Zuerst die Promocodes, dafür seid ihr wahrscheinlich prima hier und zwar sind hier unten Promocodes eingeblendet worden, man sieht es hier angedeutet. Und diese kann man einlösen auf der Homepage, auf der Escape from Tarkov Homepage. Ihr geht einfach auf die Seite escapefromtarkov.com, dort auf euer Profil. Und in dem Profil, wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr auf Promocode aktivieren gehen. Und dann gebt ihr diesen Code hier ein, bekommt dann eure erste Belohnung. Wir werden sehen, wie viele Codes es noch geben wird. Ich werde alles unten in die Kommentare reinpacken, bis wir alle Codes komplett haben. Vor einigen Minuten kam bereits der zweite Code und der ist hier zu sehen. Mit dem WLT93D einfach eingeben und dann könnt ihr auch den zweiten Code aktivieren. Mal sehen, was noch kommt. Was bringen diese Codes? Wir sehen hier kurz Inhalt des ersten Codes. Das ist Augmentin drin, IFAC, das iPhone. Vermutung ist es, dass es vielleicht Reezys iPhone sein könnte. Ein GP-Coin, eine Waffe und so weiter. Ja, Augmentin entfernt Vergiftungen. Das IFAC entfernt Radioaktivität. Also, anhand des Inhalts können wir noch nicht genau sagen, worum es geht. Und ich möchte jetzt mal über die Radioaktivität sprechen. Falls es Radioaktivität werden sollte, möchte ich euch einmal auf den aktuellsten Stand bringen, was es mit der Radioaktivität auf sich hat. Und zwar ist es so, dass, wer es nicht weiß, wir übersetzen immer die Tarkov-Podcasts. Ich übersetze immer live ins Deutsche. Und dadurch bin ich halt immer an der Front mit dabei, wenn es um solche Podcasts geht, wenn Nikita dabei ist und erzählt. Und ich kann mich halt noch sehr, sehr gut erinnern, wie Nikita gesagt hat, Radioaktivität wird bald kommen. Wir sind dabei, das weiterzuentwickeln. Und er hat genau gesagt, welche Konsequenzen Radioaktivität hat und wie es kommen wird. Er meinte, Radioaktivität wird in gewissen Zonen zu finden sein. Man geht in eine Zone, die ist markiert als radioaktiv verseucht. Und man kann dann selber entscheiden, ob man diese Zone betritt oder nicht. Also es ist nicht so, dass ihr zufällig radioaktiv verseucht werdet und in irgendeiner Strahlung ausgesetzt seid, sondern ihr entscheidet das aktiv. Er sagt, diese Entscheidung soll langfristige Folgen haben. Das ist genauso wie mit dem Scav-Karma und es wird in Zukunft in Escape from Tarkov noch viel mehr Entscheidungen geben, die sozusagen langfristige Folgen haben werden, wo der Spieler wirklich für sich selber entscheiden muss, gehe ich jetzt dieses Risiko ein oder nicht. Mit dem Scav-Karma ist es so, ihr geht als Scav in eine Runde rein, ihr seht Killer vor euch und überlegt dann, okay, werde ich jetzt Killer töten oder nicht? Wenn ich Killer töte als Scav, habe ich einen riesen Karma-Abzug und habe die Konsequenzen nicht nur für diesen Raid zu tragen, sondern für einen längeren Zeitraum. Und mit der Radioaktivität ist es genau dasselbe. Geht in diese Zone mit erhöhter Radioaktivität. Könnt ihr wohl Medizin nehmen, um euch rein körperlich gegen eine geringe Strahlung zu wappnen, einen gewissen Widerstand aufzubauen. Auch wenn ihr die radioaktive Zone verlasst, könnt ihr Medikamente nehmen, um die Restradioaktivität wieder möglichst zu reduzieren. Ist die Strahlung zu hoch, geht das nicht mehr. Und seid ihr zu lange in einer Strahlung ausgesetzt, dann geht das auch nicht mehr. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ist ein Punkt erreicht, der nicht mehr umkehrbar ist und die Radioaktivität, die Strahlung wird nicht umkehrbare Folgen für euren Charakter haben. Wie könnten die aussehen? Es könnte sein, dass eure Sicht eingeschränkt ist. Es könnte sein, dass die Lebenspunkte reduziert werden. Es könnte sein, dass die Ausdauer reduziert wird. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was passieren könnte. Nikita meinte, dass diese Folgen so weit gehen, dass es sein kann oder dass es so sein wird, dass ein Spieler sich definitiv überlegen muss, ob er einen neuen Account anfängt, einen neuen Charakter startet. Neuen Charakter starten kann man eben nur, wenn man den Account resettet. Auch das geht auf der Escape from Tarkov Homepage. Ihr geht auf die Homepage und sagt dann Account Reset. Und dann fangt ihr wieder von vorne an. Ihr verliert all euer Geld, all eure Level. Ihr habt praktisch einen Start-Account wieder ab Level 0
und legt neu los. Und warum sollte man diese Entscheidung treffen? Weil die Konsequenzen der Strahlung so stark sind, dass man sagt, ja, es macht keinen Sinn mehr für mich, mit diesem Charakter weiterzuspielen. Jetzt überlegen wir uns, Nikita hat nicht gesagt, was das genau für Folgen sind, aber wir überlegen uns, was könnte das sein? Das ist ziemlich eindeutig. Es könnte sein, eine reduzierte Lebensleiste, also weniger Lebenspunkte. Habe ich nur noch 20 Lebenspunkte, überlege ich mir 20 Mal, ob ich überhaupt noch Lust habe, mit diesem Charakter weiterzuspielen. Es könnte sein, dass man Extremitäten verliert. Zum Beispiel Verlust eines kompletten Arms oder beider Arme. Es könnte sein, dass man langsamer geht, bis hin, dass man nur noch schleichen kann. Würde auch keinen Spaß mehr machen, wenn ich nur noch schleichen kann, über die Map zu gehen, die nächsten Wochen, Monate. Es könnte sein, dass die Sicht eingeschränkt ist, dass man einen permanenten Schleier vor den Augen hat. Es könnte sein, dass man kurzatmig ist, ständig schwer atmet. All das könnten Konsequenzen sein, rein körperlicher Art. Es könnten natürlich noch ganz, ganz andere Dinge kommen, wir werden sehen. Aber sie werden halt so sehr unseren Charakter beeinflussen, dass wir wirklich dann entscheiden müssen und dann ins Grübeln kommen, okay, ich fange jetzt einen neuen Account an. Diese Entscheidungen ist jedem selbst überlassen und auch die Entscheidung überhaupt, dass es so weit kommen zu lassen, ist jedem selbst überlassen. Also ihr braucht keine Panik zu haben, ah Mist, ich verliere jetzt meinen Charakter, ich habe so viel Zeit investiert. Ja, dann alles gut und übertreibt es einfach nicht in diesen Zonen. Und dann seid ihr auch okay. Kurz Update dazu. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen, der noch nicht genau wusste, was es mit der Radioaktivität auf sich hat. Codes werde ich unten aktualisieren. Seid heute Abend dabei, 22 Uhr, auf dem Battlestar Gates Account, auch unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch alles Gute erstmal. Bleibt gesund, vielleicht sehen wir uns heute Abend. Bis dann. Ciao, 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 ciao.